Beide stürzen sich in die Tiefe und so ist es am Ende Emilio allein, der noch übrig bleibt und entscheiden muss. Jetzt sind es nur noch wir zwei. Warte auf mich, Ostrowska. Ich komme. Two discarded, one remains, and he will die to the other end of the chessboard. Das Baby. Der Punkt ohne Wiederkehr ist erreicht. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als zu springen. Oh, war das so geplant? Ich glaube nicht. Okay. Two discarded. Ja, okay. Wir sind One wieder hier. Remains. And he will die to the other end of the chessboard. Dann probieren wir es vielleicht mal mit ein bisschen mehr Schwung. Hm? Jetzt vielleicht. Oh ja. Hinab in die Tiefe. Und er hat es tatsächlich geschafft. Komm schon. Von einem Brett zum nächsten. Er schafft es bis nach unten. Die Frage ist, gibt es unten denn Luft für ihn? Wir müssen ja irgendwie... Ja, zumindest gibt es hier Luft, aber die Frage ist auch, ob Ostrowska wirklich, wenn sie denn sterben wollte, sie wollte ja sterben, sie ist ja bewusst unten geblieben. Warum sollte sie dann überhaupt noch am Leben sein? Warum sollte sie sich in ein Luftloch retten, wenn sie eigentlich sterben wollte? Ist es dann nicht viel wahrscheinlicher, dass sie irgendwo geblieben ist, wo sie keine Überlebenschance mehr hat? Ich weiß es nicht. Treibt sie. Aber wir kommen nicht richtig bis zu ihr runter, ne? Wie komme ich denn da hin? Mist. Komme ich hier rüber? Ja. Okay. Kann ich das Loch stopfen? Nein. Und Ostrowska, sie hängt immer noch festgebunden dort. Also sie muss eigentlich tot sein, aber es kommen noch Luftblasen aus ihr raus. Muss definitiv tot sein. Sie kann nicht mehr leben. Du musst nichts tun für deine Mutter. Sie wollte es. Und zumindest kannst du sie noch aus dem dunklen Loch rausholen. Dich vernünftig von ihr verabschieden. The world where you belong and do whatever it is you have to do. Sie lebt noch? Wirklich? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das überlebt haben soll. Is she alive? We keep her face cold. It will be enough. Enough for what? This is what she wants to do. Trust me. You claim to know her will? She lived for this. Or will she die for it? We will let her decide, okay? Not a choice. She has been without oxygen for too long. I apologize. But it is the only truth I can tell. I cannot believe you did this, Sitwin. Neither can I. I think she moved a little. Ostrowska? Ostrowska! Can you hear me? Just nod to me if you can. She moved. Wait. I have prepared for your mission. Your son tells me the charges are still active, but they are deep underwater. If you cannot fulfill the mission, Ostrowska, you have my word that I will assemble a diving team. One trained to handle the explosives like we were not. But you know, the suffering our sea will endure in the meantime. Your time draws near, but there is still a chance. No one should die like that. This one time she lives for herself. Be free in your final moments. We are here with you. Are we not, Emilio? Can you stand?
The end of the mission we have shared, it draws near. The RLC will return, and your name shall be remembered for it. Kann sie das überlebt haben? Wait! Ostrovska, wait! There is no time! Tell me what to do, Ostrovska. Where to go next? I think I'm gonna be lost. Will er sie jetzt wirklich in den Tod schicken? I just want you to stay with me. Isn't there any way you can stay? Das kann doch nicht sein Ernst sein. I don't mind if you're in a wheelchair or if you can't talk back to me. I just want you to exist. There was a time for that. But it is gone, Emilio. It's too late. I know. You can save the RLC. Her eyes. She is fading. Do you hear me, Ostrovska? It is either never or now. Ist sie denn wirklich am Leben? Läuft sie denn wirklich hier rum oder ist das nur ihre eigene Wahrnehmung, dass sie das tut? Ostrovska! Are you? Nikolai. This ship. Is it Emilia? It is her. You was right. But the work. What do I? Where do I go? All of this I did so that. I know. I am sorry, Nikolai. Goodbye. Emilio? Ostrovska? You have my approval. For what? For anything. I want you to do anything. Can you do that for me? I think so. Thank you. Thank you, Emilio. I don't understand. You have saved the world. You have never asked for anyone's permission. Und das war Residue. Ich muss zugeben, ich hab's auch nicht ganz verstanden. Hat er jetzt ihre Welt gerettet? Welche Welt hat er jetzt gerettet? Sie hat letztendlich, oder sie beide haben letztendlich den Aralsee wieder mit Wasser gefüllt und haben die Mission noch zu Ende gebracht. Was genau hätte sie jetzt noch tun sollen? Sie hätte noch eine weitere Sprengladung zünden müssen. Das Baby, an dem sie festgebunden war. Aber letztlich hat sie ja schon einen Teilerfolg erzielt. Selbst wenn sie die zweite Ladung nicht hochgejagt haben. Aber sie hätten das doch, sie könnten das doch noch jederzeit machen. Sie haben eine Zukunft, irgendwie hat Ostrovska das überlebt, auch wenn ich mir nicht erklären kann, wie. Aber sie haben es doch letztendlich geschafft. Und bei dem Erfolg, den sie erzielt haben, würden sie doch jede Unterstützung bekommen, die sie kriegen wollen. Eigentlich hat Emilio hauptsächlich seine eigene Welt gerettet, indem er seine Mutter halt am Leben gehalten hat. Zumindest sehe ich das so. So, das ist interessant. Die deutsche Übersetzerin hat einen deutschen Namen. Dafür sind erstaunlich viele Fehler drin, die einem Muttersprachler eigentlich nicht passieren sollten. Naja, gut, wer weiß. Also, ich muss sagen, Residue war ein interessantes Spiel. Es war ein sehr ruhiges und sehr nachdenkliches Spiel mit einer eigentlich sehr privaten Geschichte, aber unter einem sehr großen, in einem sehr großen Rahmen sozusagen. Also diese ganze Geschichte um den sterbenden Aralsee, das ist ja ein riesiges Thema, wo wirklich so viel Missbrauch an der Natur betrieben wird. Und ich finde sehr interessant, wie sie es geschafft haben, diese private Geschichte da quasi einzubetten in diesen Kontext. Aber ich glaube, das gelingt einem auch nur, wenn man selbst eigene
Erlebnisse hat, die in diesem Kontext quasi entstehen. Also weil die Macher dieser ganzen Geschichte ja selbst darin groß geworden sind. Und ich glaube, Ostrowska ist letztendlich doch noch gestorben. Ich glaube, sie hat nicht überlebt. Vielleicht war das, was sie jetzt am Ende gesehen haben, oder was sie dann, die Gespräche, die letzten Worte, die sie geteilt haben, vielleicht war das nur das, was sie sich vorgestellt hätten. Also, was Emilio mit ihr besprochen hätte, denn Citwin hat ja auch gesagt, sie kann eigentlich bei dem langen Sauerstoffmangel nicht überlebt haben. Und auch Emilio hat gesagt, ich will, dass du am Leben bleibst und selbst wenn du nicht reden kannst und im Rollstuhl sitzt, bitte bleib am Leben. Ich glaube nicht, dass Ostrowska wirklich nochmal aufgestanden ist, sondern sie wird wohl schon im Sterben gelegen haben. Und das wird wohl nur ein metaphorisches Gespräch nochmal gewesen sein, ein letzter Abschied sozusagen, bevor sie dann endgültig entschwunden ist. Also letztendlich konnte Emilio sie nicht retten, es ging gar nicht, weil sie nicht gerettet werden wollte. Sie wollte da unten sterben und hat sich nicht losgemacht von ihrem Seil. Wahrscheinlich, weil sie, weiß ich nicht, weil sie keine Hoffnung mehr hatte, nachdem Alterbeck gestorben war, und sie wollte wahrscheinlich einfach nur hierhin zurückkehren, um dann letztendlich mit ihm dort zu sterben. Was ich aber auch letztendlich rücksichtslos ihrem Sohn gegenüber empfinde. Wie kann sie ihn denn so zurücklassen? Ich meine, gut, er hatte noch seinen Großvater, aber das war auch alles. Naja, also, ich muss sagen, am Ende ziemlich rücksichtslos gegenüber dem Sohn, wie Ostrowska sich verhalten hat. Und damit sind wir durch das Spiel durch. Wir können noch mal kurz in die Extras schauen. Hier müssten wir jetzt zumindest ein paar Bilder freigeschaltet haben. Wir sehen, es sind nicht allzu viele Möwen, die da sitzen. Wir haben da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bilder, die wir verpasst haben. 4 haben wir. Und hier unten sind auch noch 2 solche Pöppel, auf die könnten wir vielleicht auch noch was draufstecken. Wir schauen trotzdem mal kurz in die Galerie. Also ich habe definitiv nicht alles gefunden, aber es ging ja auch mehr um die Story. Also hier haben wir auch den finalen Alterbeck Ortikov, wie er aussah. Den steuern wir hier ja auch gerade. Was haben wir hier noch? Jelena Ostrowska. Wahrscheinlich in jüngeren Jahren, als sie sich kennengelernt haben. Nehme ich mal so an. Ja. Denn sie ist ja dann später theoretischerweise 10 Jahre älter. Oder ich weiß gar nicht, wie alt Emilio eigentlich ist. Eigentlich müssten es 12 Jahre sein. Ich glaube, es ist ja so um 2000 rum, dass das Ganze passiert ist, dass Alterbeck gestorben ist. So, und dann können wir uns zumindest noch ein bisschen hier die Artworks anschauen. Das ist doch auch ganz schön. Nikolai sieht auch total derangiert aus in seinem Anzug. Aber ich meine, gut, der hat eine Explosion da unten überlebt, muss man auch bedenken, ne? Und ich muss sagen, Yumagul sieht ja unglaublich cool aus. Also ich mag diese, wie heißt es denn? Ich komme gerade nicht drauf. Diese Tracht halt, die sieht richtig cool aus. Diese klassische Tracht, die hat schon was. So, und hier haben wir nochmal alle zusammen. Das sind die Hauptakteure von Residue. Auch wenn Alterbeck letztendlich nur als Erinnerung vorkam. Und Ostrowska eigentlich auch. So, was haben wir hier drüben? Grabnel Concepts, das ist natürlich ganz wichtig. Und dann ganz, ganz viele Bilder, die wir nicht haben. Also ich glaube, wenn wir da was freischalten, dann ist das nicht bloß ein Bild gewesen. Und hier können wir noch ein bisschen Musik hören, das ist auch ganz schön. Daybreef ist übrigens auch ein Spiel von denselben Machern. Habe ich auch. Allerdings muss ich sagen, da bin ich nicht so ganz mit klar gekommen. Also die haben irgendwie ein Fable für Unterwasser-Angelegenheiten. Dort spielt man halt einen Frosch, der immer tiefer taucht und seine Mitfrösche rettet sozusagen. Und man muss dafür sorgen, dass man nicht erstickt und muss immer in Luftblasen reinfliegen. Das ist mir nicht gut gelungen, muss ich sagen. Deswegen, ja, bin ich da nicht mit so warm geworden mit dem Spiel. Ist aber ganz niedlich, weil ich Frösche auch ziemlich cool finde, muss ich zugeben. So, und damit würde ich sagen, war es das auch schon wieder für Residue. War ein relativ kurzes Vergnügen, aber ich muss sagen, es war schön. Es war mal was anderes. Es war nicht so die klassische, das klassische Spiel, das man so kennt sonst. Und hier können wir uns auch noch die einzelnen Themen anhören, die paar, die es gab. Aber es war schon cool. Also mir hat es gut gefallen. Es ist auch immer mal schön,
von Machern Spiele zu sehen, die halt ja aus anderen andere Hintergründe haben letztendlich. Und das macht ja auch hier die Story irgendwo aus und die Glaubwürdigkeit der Story auch. Auch wenn man natürlich nicht davon ausgehen kann, dass es jetzt da unbekannte unterirdische Flüsse gibt, die den Aral speisen könnten, wenn man da ein Loch reinsprengt. Ich glaube, das wird es wohl nicht geben. Und hier haben wir auch die ganzen Schriftstücke. Ich weiß nicht, ob wir alle gefunden haben, aber ich glaube, wir waren nicht so schlecht, was das Sammeln angeht. Ich glaube, mindestens eins durften wir nicht gefunden haben, nämlich mit Emilio unten im unterirdischen Bereich. Aber relativ viel ist schon hier drin. Na gut, also ich will es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Es war ein interessantes Spiel, ein gutes Spiel. Ein anderes Spiel vor allem. Und ich bin ja sowieso immer für solche nachdenklichen Spiele auch ein bisschen zu haben. Weil sie eben auch mal so die Selbstreflexion von sich selbst in der Welt ein bisschen anregen. Also auch die Selbstlosigkeit von Ostrowska war interessant zu betrachten. Da könnte man jetzt auch wieder sagen, ist da nicht ein Grundmaß an Egoismus vielleicht doch gut? Nämlich das Grundmaß an Egoismus, das zur Selbsterhaltung dient. Das eine Mutter auch haben sollte, um ihren Sohn vernünftig großzuziehen. Das hat ihr halt gefehlt. Also sie war die pure Altruistin, indem sie alles um sich rum selbst aufgegeben hat, selbst ihren Sohn, um dem Ganzen dann dienen zu können. Und dann hat sie einfach den Dienst verweigert danach. So ungefähr kam mir es vor und ist dann gestorben, als sie das erreicht hatte. Also auch interessante philosophische Fragestellungen, die sich da ergeben. So, an der Stelle will ich es dann jetzt aber mal beenden. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart bei diesem anderen Spiel und hoffe, dass ihr wieder einschalten werdet bei einem anderen Projekt von mir. Bis dahin macht's gut, bis bald. Wir sehen uns, hören uns, sprechen uns, wie immer halt, ne? Haut rein!